Herzlich willkommen zum Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV. Vor gut zwei Wochen sprachen wir an dieser Stelle bereits von möglichen 11.000 Punkten beim deutschen Leitindex. Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Im Gegenteil, man muss mittlerweile wieder eher die Augen nach unten richten. Von entscheidender Bedeutung könnten in dieser Woche einmal mehr die Notenbanken werden. Am kommenden Mittwoch werden sowohl die Bank of Japan, aber auch die Fed ihren weiteren geldpolitischen Kurs offenbaren. Wie es also in dieser Woche am deutschen Aktienmarkt weitergehen könnte, genau darüber wollen wir heute sprechen mit Volker Meinl von der BNP Paribas. Herr Meinl, bevor wir nun gleich auf die Notenbanken zu sprechen kommen, eine Frage vorweg. Weshalb ist denn die Euphorie zu Beginn des Monats schon wieder verpufft? Ja, gute Frage. Man sagt ja immer ein Comeback in September. Das heißt, man hier sollte dann mal wieder reingehen in die Märkte. Allerdings, was jetzt passiert ist, ist quasi zurück zur Normalität, zur statistischen Normalität. Denn wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, dann haben wir im September ein Minus in den Märkten von ungefähr 2%. Und wenn man sich jetzt im September anschaut, dann sind wir genau da, nämlich bei diesem Minus von ungefähr 2%. Das heißt, alles ist derzeit normal, statistisch, historisch gesehen. Normal. Aber mit dem Blick nach vorne, dann kann man auch wieder erfreut sein, denn der Oktober war meist ein guter Monat. Im letzten Jahr hatten wir immerhin 14% beim DAX gesehen. Also können wir zumindest statistisch freudig nach vorne schauen. Am Mittwoch werden sich, wie bereits erwähnt, alle Augen wieder auf die Notenbanken richten. Wie sind denn die Erwartungen an die Bank of Japan oder auch die Fed? Nun, bei beiden wird mehr oder weniger erwartet. Und es könnte bei den Amerikanern ja schon die sechste Sitzung ohne irgendeinen Zinsentscheid sein. Jetzt kommt natürlich die Wahl noch dazu, sodass man da schon eher wirklich abwartet. Die Konjunkturdaten, die ja entscheidend sein sollten für so eine Zinsentscheidung, die sind sehr, sehr gemischt. Denn nun haben wir den Ölpreis gesehen, der ist zuletzt etwas runtergegangen. Und da ist ja immer, ist das ein schlechtes Omen für die Konjunktur. Also was das betrifft, ist also nicht mit einer Zinserhöhung, und so gehen auch die meisten Analysten davon aus, dass hier die Fed eher zurückhaltend sein wird und möglicherweise auch noch nach der Wahl, wenn es noch eine weitere Sitzung in diesem Jahr geben wird. Und ähnliches Bild ist bei dem, ja, man Abenomics, man kennt das von Japan, die ja über eine lange Zeit hinweg schon versuchen, den Yen eben schwach zu halten. Zuletzt nicht mehr ganz so gelungen, der Yen ist stärker geworden. Eventuell wird man hier noch einen neuen Versuch starten, allerdings an der Zinsschraube erwartet niemand, dass hier gedreht wird. Ist denn in den USA die Zeit schon wieder reif für eine weitere Zinserhöhung? Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe das eben schon vorweggenommen. Die Konjunkturdaten sind gemischt und ich glaube auch mit Hinblick auf die Wahlen, sodass die Zeit eben wahrscheinlich nicht die geeignete sein wird, um hier an der Zinsschraube etwas zu tun. Aber unabhängig von der Wahl sind auch die Konjunkturdaten, die Wirtschaftsdaten sehr, sehr gemischt. Da kommen wieder mal gute, dann sagen, jetzt können wir die Zinsen erhöhen, dann kommen am nächsten Woche dann wieder eher schlechtere. Also dieses gemischte Bild ist noch kein Anlass, um zu sagen, wir drehen hier an der Zinsschraube. Zumindest mal für die Sitzung jetzt am Mittwoch. Spannend bleibt es trotzdem. Das ist gar keine Frage, wie bei jeder Zinsentscheidung ohnehin. Aber zunächst einmal wird eher Zurückhaltung hier geprägt. Zuletzt wie immer noch die Fragen, welche Produkte, welche Werte standen denn bei Ihren Anlegern im Fokus? Wir haben ein Discount-Zertifikat. Kommt nicht allzu häufig vor, dass wir das als den Top-Produkten hier haben. Meist sind es doch eher Trading-Produkte. Ein Discount-Zertifikat auf den DAX. Es liegt allerdings daran, dass hier der Cap bei 10.000 DAX-Punkten ist und das Produkt nur noch wenige Tage bis Ende September läuft. Das heißt, hier verabschieden sich die Leute, denn sie haben ja mehr oder weniger die 10.000 und somit ihren maximalen Gewinn erreicht und wollen den zumindest auf den letzten Metern nicht verlieren. Deshalb raus damit. Das zweite Produkt ist ein Öl, ein Mini-Future auf ein Öl, auf den Brent Öl. Und zwar, der wird gekauft und verkauft. Er ist rein raus mit einem Hebel von 4 bei einem Stop-Loss von 36 US-Dollar. 46 stehen wir derzeit beim Ölpreis beim Brent. Und das dritte Produkt ist ein Bonus Cap-Zertifikat auf den Euro-Stoxx 50 auf der Verkaufsliste. Volker Meinl von der BNP Paribas. Vielen Dank nach Frankfurt. Danke Ihnen, tschüss. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV.